Tachin, moin hier. Ey, jetzt machen die da Krach. Gibt's da nicht mal nicht sauer sein. Hört sich ein bisschen wie ein Flugzeug an. Na, ich fahr aber mit dem Zug. Hier, Camino, noch 2 Tage. Na, jetzt haben so viel gehört. Jetzt verstehst du dein eigenes Wort wieder. Hier sind sie, die Tickets. Nach Paris und dann weiter nach Bayonne und Saint-Jean. Hier, Internet. Kannst du kicken, Wetter. Vor 2, 3 Wochen habe ich gekickt, da war halt perfekt. Akkuwetter. Akkuwetter. Wetter? Wetter halt. Was soll das überhaupt heißen, Akkuwetter? Ja? Batteriewetter oder was? Akkuwetter macht hier die guten Angaben. Vor 2 Wochen nur Sonne in Spanien. Und jetzt, pass auf. Ja, tipp ich mal ein hier, Akkuwetter. Akkuwetter Mannheim brauche ich nicht. Weil Carlos ist in der Pyrenäen. Dann wird hier erstmal professionell abgehangen, damit das Gegenlicht nicht so ist. Ja, für das Video. Ja, kickst hier Wetter, also kannst du nicht Camino laufen. Dienstag reise ich an. Das gibt's doch nicht. Ja, dann hier 86% Regen, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. So kann ich nicht durch die Pyrenäen kraxeln. Ja, dann brauchst du wieder Imsen hier. Da weißt du wieder die ganze Zeit nicht, wo hinten und vorne ist. Ja, und wenn du das dann geschafft hast, dann siehst du aus wie so ein Gartenzwerg, der zum Angeln will oder was. Also, das zieht dann überall durch und raschelt. Das kannst du keinem anbieten. Dann kommt der Wind, dann weht dann kommt der Regen von vorne, die Schuhe werden trotzdem nass. Also, das, so wird's nicht laufen. Also, nee, muss ich halt, ja, 3 Tage in der Kneipe sitzen, ja. Das macht einfach keinen Spaß im Regen. Ich lauf nicht im Regen, ja, ich geh in der Kneipe. Ich nehm mit, okay, aber mir auch nicht. Was soll das denn hier? Da wirst du nur krank, kriegst Erkältung oder anderen Rotz. Ja, so wie früher, ihr habt jetzt mal den Sonnenkönig und ich bin der Sonnenpilger. Ich lauf nur in der Sonne. Apropos krank. Ja, Diarrhea. Kannst nicht aussprechen, willst nicht haben. Flotte Otto-Durchfall gestern. Wie ein Wasserfall. Weiß ich echt nie, was das war. Also, Schlemmerfilet von Frost da gegessen, aber das wird nicht gewesen sein. Will kein Stress mit der Firma. Denk mal, das war die Aufregung. Mann, sei ruhig da oben. Ja, immer vor einem Tennisspiel oder vor einer Reise, da geht mir der Arsch auf Grundeis und dann haut's durch. Spanien nochmal kurz gekickt. Hier geht's hin morgen nach Bayonne und dann nach Saint-Jean. Kann aber auch nach Irun. Ja, und dann hier rüber kraxeln. Vielleicht da runter in den Süden. Apropos Süden, hier im Süden ist das nächste Problem. Ich brauche noch einen, der meinen Rucksack packt. Ja, der scheiß Poncho packt sich auch nicht von alleine zusammen. Aber wenn ich schon mal dabei bin, kann ich ja gleich nochmal was zum Poncho sagen. Das mache ich nachher. Jetzt mache ich jetzt mal wie die Erfolgs-YouTuber. Ich verweise einfach auf das andere Video, was noch nicht da ist. Also, Vecinos, hasta pronto. Macht's gut, Nachbarn, buen Camino.